Hier haben wir ein A3 811 Fahrradtür. Das ist ein Fünftürer. Beim Dreitürer ist im Prinzip das gleiche, halt nur in größer. Ja, und jetzt habe ich hier mal die ganze Schienen geschmiert. Die Führungsschienen. Auf der und auf der anderen Seite. Habe hier mal aufgemacht, geguckt, ist alles super gefettet. Aber jetzt habe ich gemerkt, als ich den Motor runtergenommen habe, in diese Richtung geht es gut. Hier sieht man auch drauf, na, man sieht jetzt nicht so wirklich, da ist überall schon so ein bisschen Abrieb vom Kohlenstaub. Allerdings, wenn ich jetzt hier ran drehe, dann sieht man, die Seite geht raus. So, und dann geht die Scheibe runter. Runter geht die Scheibe ganz normal. Man sieht hier, es ist kein Widerstand. Wenn ich jetzt andersrum drehe, geht die Seite rein. Und die obere Seite sollte eigentlich rausgehen. Geht sie auch. Aber hier ist jetzt schon ein Widerstand. Hier. Auf einer bestimmten Stelle. Hier. Und es wird immer schwieriger. Je mehr oben der Seilzug rausgeht. Da. Hier. Und dieser Widerstand, der ist eigentlich nicht so normal. Also, er ist jetzt richtig fest schon. Also, da stimmt irgendwas absolut nicht mehr. Er hat so richtig knacken. Da stimmt irgendwas absolut nicht so, wie es soll. So, ich habe das Ganze jetzt mal hoch reingeschoben, damit oben die Ritzel ein bisschen besser passen. Aber man merkt, das ist schon ein höherer Widerstand als normal. Jetzt fängt das wieder an. Also, es ist nicht so, wie es sein soll. So, man sieht jetzt auch ganz langsam, dass die Scheibe hier oder der Draht hochgeht. Das heißt, die Scheibe geht jetzt runter. So, hier sieht man es jetzt auch schon. Klack. Klack. Scheibe bewegt sich. Aber da stimmt irgendwas nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier den Scheibenwischermotor. Das sieht eigentlich noch sehr gut aus. Da sind oben genauso wie hier so Zwischenkontakte. Und die werde ich jetzt wahrscheinlich mal alle gucken. Aber es sieht nicht aus, ob da irgendwas kaputt ist. Sieht halt nur hier, dass alles überall Kohlenstaub drauf ist. Ich habe jetzt hier leider keine Pressluft dabei. So, in die eine Richtung geht, wenn die andere nicht. So, jetzt sieht man auch schon, die ganze Hand ist voll. Das ist total bekloppt, sowas. Ja, ich schätze mal, dass der Motor einweckert, weil die Schienen sind richtig schön saftig geschmiert. Und das passiert, wenn und der Seilzug abreißt und man hat Winter. Wie öffnet man die Tür? Natürlich von außen packt man ran. Also bei Frost Scheibe runter und dann macht's Knack. Ja, ich schätze mal, also beide Seiten jetzt schon, dass die kaputt sind, die Motoren. Da sieht man die schöne Innenraumdämmung. Das ist ganz blöd. Also entweder bestelle ich jetzt einen neuen Motor oder einen kompletten Seilzug neu. Also einen gebrauchten reinzumachen, sehe ich nicht immer einen Sinn. Naja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie so ein Ding funktioniert. Das ist das untere Teil. Da kommt jetzt noch ein bisschen Fett drauf, weil solange ich das neue Teil noch nicht habe, muss das wieder dran, dass er funktioniert. Also hier drin die Aufrolle, die Wickel, die ist in Ordnung. Aber das ist Tortur hier. Es knackt immer beim Hoch- und Runtermachen. Und ich ziehe die Scheibe immer schon mit der Hand nach oben. Runter geht er aber hoch. Knack, 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 knack. Also ich schätze mal, hier innen drin ist am Ritzel, da ist so ein Ritzel drin. Man sieht das hier immer abgebildet. Und hier ist ein Zahnrad drin. Und auf diesem Zahnrad ist das Seil, ich glaube, viermal umwickelt. Und dann geht es wieder darunter. Je mehr Umwicklung, desto entlasteter ist das hier für das Zahnrad. Und ich gehe stark davon aus, dass hier irgendeins von diesen Zahnrädern zur Hälfte abgebrochen ist. Weshalb ist auch das Problem, halt so schwer hochzufahren. Ich werde das Ganze jetzt nochmal gucken, wie weit ich es zerlegt kriege. Alles nochmal einfetten. Hoffentlich hält das noch ein paar Tage und dann kommt wahrscheinlich der neue Motor rein. Kostet so ungefähr um die 60 Euro. Anlernen ist ganz einfach. Man fährt den einmal ganz runter und dann fährt man ihn einmal ganz hoch, dann fährt man ihn wieder ganz runter und wieder ganz hoch und dann ist er angelernt. Und dann hat er auch wieder diese Klick-Klick-Funktion, dass die Scheibe dann runterfährt. Und dann Klick-Klick-Funktion, dass die Scheibe wieder hochfährt. Ja, so viel zu dem Thema Scheibenheber und abgerissene Türdinger. Ach so, genau. Hier kann man mal sehen. Das ist jetzt
drei Türe bis hierhin und das sind fünf Türe. Also passt definitiv nicht. Vom Fünftürer, wenn ich das jetzt hier reinmachen würde, das ist genau da. Also die Höhe, dann würde der Seilzug hier sein. Der ist aber hier, auf der Stelle, da wo das Licht dann leuchtet. Und der ist aber jetzt da. Also passt das absolut gar nicht. Man kann das auch nicht irgendwie so knicken, dass man das da reinmacht, weil dann ja, ist halt geknickt, ne? Dementsprechend ist das ganz blöd. Was aber der Vorteil beim Fünftürer ist, hinten und vorne, rechts und links, die sind alle die gleichen. Also braucht man meistens hinten einen nicht. Kann man ausbauen und nach vorne reinbauen. Da hat man wenigstens die Fahrradtür wieder zum Funktionieren gebracht. Bis man dann irgendwann einen Seilzug bekommt. Bei Audi nicht mehr erhältlich. Bei Audi Classic habe ich es auch schon probiert. Ist auch nicht erhältlich. Und diverse Schrottplätze, die sind so gescheit, dass sie die immer direkt alle stanzen, die Fahrzeuge.